dazu. Mal gucken, was wir noch finden. Vielleicht kann ich ja noch einen Rucksack ein bisschen voll machen. Was haben wir hier? Aluminiumerz. Nicht. Zugleistern hier das Loch. Au. Huch, 50% Sauerstoff. Da liegt so eine Forschungskugel, aber die Kugeln, die können wir ja nicht benutzen. Das ist... Naja.
Forschung. Gut, jetzt muss ich erstmal die Forschungsdinger zurückbringen. Es sind jetzt 3 Stück oben. Also 2 liegen noch oben am Eingang, eine bringe ich gerade mit hoch wieder. Tja, dann sind wir schon wieder gut ausgestattet, was Forschung betrifft. Kann man welche holen. Mal gucken hier. Einzigste Strom und sonstige Leitung tut man ja alles generieren, aber wo tut nicht, aber wo tut dieses Habitat angeblich seinen Sauerstoff generieren? Ja. Hinten dann. Sauerstoffgenerator. Aus was? Aus der Umgebung oder aus Pflanzen. Perfekt. Da ist auch der Sitz. So, jetzt die ganzen Forschungsdinger dahin bringen wieder. Schuppidupidu. Heißt am Eingang. Am Eingang? Na, wenn ach, da, 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 da. Ich sehe schon, ich sehe schon. No. Für mich haben wir jetzt auch wieder einiges da. Jo. Ist ja gleich ein Ofen bauen. 4-mal Aluminium. Alarm. Ja. Ja, geht doch, haben wir doch glaube ich da, oder? Ja. Das muss erstmal hier ein bisschen aufräumen.
Energie hinschmeißen. Die lutscht da so weg. Hallo. Okay, zweimal haben wir schon gebrannt. Kohle habe ich bislang schon keine gefunden. Was braucht man Kohle überhaupt? Für den Generator, für den großen. Die hält natürlich viel länger wie Gras. Und ja, aber ich sag mal so, wenn wir genug, Batterien haben, auch können wir es auch mit der Solarenergie überbringen. Ja, das Solar ist immer noch das Beste. Der Wind ist nicht schlecht, weil der, den gibt es auch nachts, aber da liefert bei weitem nicht den Strom, was die Solardinger können. Und der ist unzuverlässig. Na klar, also... Bei der Sonne, weiß der alles klar, nachts habe ich keinen Strom, tags habe ich Strom. So. Dreck haben wir auch voll, zwei Stück. Kann ich eins reinhauen, eins behalte ich noch. Hast du den Stream gerade in Hardus oder das gerade Stream oder nur aufnehmen? Nö, nee, aufnehmen. So. Also, Generatoren einfeuern. Du hast doch hier Zeug hinten drauf. Ja, ja. Schmeiße ich gleich rein, die Generatoren. Strom reicht zwar immer noch was nicht hier? So richtig, aber... Was willst du jetzt hier bauen? Das große, den drei Achsen. Warte, aber was hier, warte, hier oben ist zweimal Aluminium. Hier ist einmal Aluminium, ach nee, Aluminium. Nö, nee, hier, ich hab vier Stück rein und vier Stück hole ich wieder raus. Große Rohr, drei Achsen, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Das kann jetzt dauern, wir haben nämlich keine Energie. Trotz Generatoren. Das dauert ein wenig, ja. Hauptsache, er macht die Reifen erstmal. Sieht aus. Ja, aber das sieht aber... Als wird er da gehen, wenn wir einschlafen. Ja, so klingt er auch. Jetzt guck mal, jetzt kommt die Sonne. Ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt geht's ab. Pass noch an. Pass noch auf jetzt. Und... Komm, klapp auf. Jetzt. Bam. Okay, trotz mit voller Energie... brauche immer noch lange. Aber es geht schon zügig. Batterie lädt auch wieder auf, oder? Ja. Ja, Batterie lädt, naja gut. Aber wahrscheinlich braucht das Ding allgemein von den Kundenprozent.
fährst du ziemlich lange. Ja. Naja, so ein riesen Fahrzeug, das braucht dann halt länger. Ich überlege gerade mal die Räder, hat er jetzt gerade erstmal. Aber er scheint gleich fertig zu sein, denn das letzte Aluminium-Powder jetzt bist du. Yeah. Geil. Geiles Teil. Vor allen Dingen, was kannst du hier vorne anbauen? Jawoll, da kannst du auch nochmal zwei Module ransetzen. Das Ding kannst du voll flacken. Übrigens zieht er hier hin, nun zieht das Ding erstmal die Energie erstmal raus. Jojo. Und tu das in den Rover einladen. Das passt schon. Batterie lädt trotzdem. Geil. Geiles Teil. So, jetzt brauchen wir noch Ding. Einsatzer. Was braucht der? Gemisch. Viermal. Gemisch ist genug da. Oh, ja, okay. Du, noch dreimal brauchst du. Noch dreimal. Ja. Ich muss das Ding erstmal weggefahren werden. Nee, nee. Geil, ey. Also kann man, also kann das Ding ja jetzt hin. Hinten kann es kennen, aber vorne kann es ohne was rangemacht werden. Ja, vorne kann es viel was hinten. Hinten kann es bestimmt auch was rangemacht werden, dann müssen wir bestimmt abstecken. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Fahrzeugen jetzt ist, wenn du die aneinander kettest, ob das noch geht oder nicht. Guck mal, was da für riesige Sauerstofftanks noch hat. Ja. Brauchen wir ja für unterwegs. Ja, okay, das dreht sich rum, guck. Ach so. Wenn du hier so ziehst, das Kabel, zack, dann dreht sich das rum. Ach so, ist noch ein Bau, ich wollte schon gerade zu sagen, ist es langsam mal fertig. Nee, der baut noch. Jetzt sollten wir für so... Ach, dann können wir ja mindestens 1, 2, 3, 4, 6 Forschung ran, 6 Forschung anknallen. Hier vorne 2, hinten 2, Komm, wie kommt man jetzt da drauf? Hm, er war einsteigen. Einfach. Ja, E benutzen. Warte. Oder mit der Maus aufs Fahrzeug gehen und dann Steuerung oder Alt. Ach nee, ja, jetzt, gut. Ja, dreht sich automatisch rum. Endlich haben wir mal einen Rover, der hier vernünftig ist. Ja, lässt sich ganz gut hier fahren. Aber Energie, wir brauchen irgendwas. Energietechnisch geht es so einigermaßen. Ja, wollen wir lieber ein Solarding mitnehmen, dann kann sich das Ding aufladen. Ja, eben, ins auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall. Du siehst ja, das Ding geht relativ zügig schnell weg. Ja, wir haben jetzt schon die Hälfte verballert. Die Hälfte verballert, also für relativ viel wenig. Ich muss es ein bisschen genauer davor stellen. Oder nee, jetzt lädt das rein, weil er Solarzelle hat. Ja. Genau, jetzt lädt das so. Aber das ist cool, dass man die Akkus jetzt auch leer machen kann zur Not.
muss mit Forschung. Na gut, die beiden laufen noch. Eine Forschung haben wir hier noch da, die noch fertig machen muss. Ja. Ja, so eine Batterie wäre nicht schlecht, Marine. Ey. Hier brauchen wir Kupfer. Haben wir doch noch da? Ja, das halbe Jahr. So eine Batterie hat Dings. Was hast du jetzt? Solarzelle. Oh, noch so eine. Ja. Ja, wir können Forschung, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück mitnehmen. Ah, jetzt kommt schon wieder. Alles klar, ich gehe erstmal hier rein. Ich sitze jetzt angeblich neben dem Sitz. Nee, bei mir sitzt du auf dem Sitz. Ich sitze genau neben diesem Sitz dran. Jetzt müsste es bloß mal der Tag werden. Okay, Rohr war soweit voll. Was kosten überhaupt, was kostet denn überhaupt so eine ganz mega große Plattform? Weiß ich nicht, diese XXL-Plattform haben wir glaube noch nicht erforscht. Große Plattform D, ne? Ne, es gibt noch eine größere. Die haben wir noch nicht erforscht, oder? Wir haben eine Large Plattform A. So, schalt mal, ja, schalt mal weiter. Da kommt noch eine jetzt. Weiter? Alle hab ich jetzt. Nee, mach nochmal an. Nochmal eins weiter. Ach so, sieht die aus. Große. Ja, da kannst du dieses riesenrunde Lager aufbauen. Aber das bringt nicht viel, dann mach lieber die andere. Haben wir dann noch zweimal Aluminium, naja. Plattform D. Plattform C ist auch nicht schlecht, aber dann bräuchtest du sowas wie ein Brennofen oder so. Du kannst ja nur kleine Sachen drauf machen. Was vor, welches Ding? Large Plattform C. Ja, die. Weil da können wir auch große Sachen drauf machen und wir können Regale drauf machen. Das kostet 500, das kostet 1500. Warte, wo ist denn jetzt wieder Aluminium hin? Na, ich hab mal Regale erforscht. War das überhaupt noch da? War gar nicht mal da? Ach doch, naja, doch, wir haben es noch. Ach, ich bin doch bescheuert. Aber wir müssen es noch brennen. Okay, dann war das über den Drucker. Braucht Gemisch. Alles klar. Oha. Das dreht sich aber total schnell. Schläft der gleich ein beim Drehen. Jetzt kommt's langsam auf Ton. Wenn die Sonne kommt, kriegt das erstmal einen Energieschub. Kommt ja schon Sonne. Mega, ey.
jetzt haben wir hier schön Regale. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Flash. Ein bisschen umräumen, warte mal. So. Auch Kupfer, alles klar. Ja, habe ich schon. Nee. Es war nicht angeschlossen. Nein, eben nicht.
einen so einen Verteiler mit Überspannschutz dran gehabt da, oder? Doch. Du kannst ja nicht an der Stromschwankung liegen, ne? Eigentlich. Es war ja keine Schwankung. Es ist, als wenn du einfach einen Stecker ziehst. Ja, selbst denn. Ja, normalerweise. Es kann aber was passieren. Hast du hier bei mir jetzt gesehen? Ja, nu? Ja nu, jetzt habe ich die 680 wieder drin. Warum ist die Garantie weg? Wegen der Zeit, oder was? Weil die schon so alt ist. Was? Ja. Ja, das ist scheiße. Und gerade sich jetzt so eine neue Matze holen, bei diesen Grafikkartenpreisen mit diesem scheiß Mining, da wirst du arm. Da kannst du ja Karten Dumping immer holen. Nee. Also wenn du da alleine, nehmen wir mal an, nur eine gleichwertige, würdest du locker, wo du 4 vorhaben mal 400 bezahlt hast, jetzt locker 550 bezahlt. So nädigen, meine läuft doch schon 3 Jahre. Ja, ich habe meine alte, die 660 Ti, die ich von Tobias dann auch mal abgekauft hatte, und keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie da abgekauft. Gut, dachte ich mal so, die lief ein halbes Jahr, und irgendwann habe ich dann gemerkt, irgendwann mal der PC ist eingefroren oder ist mal abgestürzt, und irgendwann habe ich dann nur gemerkt, dass er dann auch Texturfehler machte. Mhm. Und dann, naja, gut, wusste ich, naja, neue Grafikkarte muss ran. So, Leute, bevor das hier weiter ausartet, wir machen erstmal hier einen Cut an der Stelle und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, weil wir quatschen gerade mehr als was wir spielen. Und sag schon mal ciao, bis nachher. Bis dahin, ciao.